Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Jetzt fahren den letzten Drescher zum Hof. Den Steinpferdswagen müssen wir noch holen, irgendwie. Mal sehen, wenn wir rückwärts rangefahren kommen, am Deichsel. Und dann schauen wir mal. Ja, Holz, ne? Noch zwei V- und drei Folgen Holz. Zumindest ein bisschen Holz. Mal mit dem Schubsen. Schubsen ist da nicht viel. Nehmen wir vorne auf den Deichs auf die unser. Dann können wir die ein bisschen rausfahren, ne? Wie mit dem Drescher halt, ne? Und dann können wir vorne auf der Wiese mit der Deichsel anhängen. So. So passt das. Ja, der ist ein Mod. Der Anhänger, also der. Der ist das der schon. Das Schneidwerk ist ein Mod. Und zwar ist es eigentlich von K2. Aber da kann man die Farbe so gestalten, als wenn das jetzt von John Deere wäre. Und das finde ich eigentlich okay. Die Arbeitsbreite ist genau das gleiche wie das Original. Und transporttechnisch gesehen ist das so gesehen besser. Also da haben wir dann keine Probleme. Ansonsten gibt es da keine großen Unterschiede. Ne? So ein Klein, das macht mir eben. Eine kleine geht mir um Kekse. Was ist das für eine Bildkonstruktion? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal, also so ein kleiner Wischer bei jetzt. Schafft der Große nicht alleine. Ah, den kann man nicht ausschalten. Ja, das ist auch keine Funktion, ne? Also Regentropfen an der Scheibe gibt es ja eh nicht. Und von daher ist das im Grunde, naja, gut. Reine Optik, zeigt man so. Das ist Temperatur. Passt. Nur mal schauen, ob die Grafikkarte nicht so heiß ist. Ja. Manchmal ist sie ein bisschen heiß, manchmal nicht, das ist ganz komisch. Ja, jetzt fahren wir Richtung Hof. Die letzte Maschine, die wir heute fahren. Das geht noch ein bisschen mit Holz. Fell, ne? Das Sägewerk müssen wir mit Holz annehmen. Wird auch schwierig mit dem LKW, na gut. Aber wir machen immer ein paar Stapel, ne? Und dann ist das gut. Weil könnt ja auch fahren, wenn der Schnee aufgeht hat, ne? Das kann ich, wir haben dann Dolly gekauft, ne? Ja, dann könnten wir auch mit dem Traktor fahren zur Not. Das wäre auch noch die Option, ne? Also mit dem Traktor in den Wald rein und dann das Holz hinholen. Ah, mal sehen. Erst muss es gefällt werden. Und da kommt die Nacht, ne? Nacht dauert noch ein bisschen, also na gut. Werden wir heute nicht mehr erleben. Heutigen bei mir den Tag, wo ich aufnehme, aber da kommt nächste Woche. Dann kommt der Frühling. Aktuell mit drei Dreschern kommen wir gut zurecht. Damit haben wir starten und alles andere wird sich erfinden. Überladewagen und so, das kann ich mal nach und nach zulegen. Oh, nee. Ja, in Thüringen ist das weiß, ne? Also hat man auch nicht. Der letzte Winter war ja ein bisschen kurz, weil da kam eine neue Version. Dann muss man ja, wäre es gut, war es an sich notwendig, von vorne anzufangen, von der neuen Karte aus. Jetzt haben wir da aber jetzt schon, da hat man nur kurz Schnee gehabt, im Frühling.
Jetzt haben wir richtig voll zugelangt hier. Aber es wird wieder Regen, ne? Also mehr wird es noch schneemäßig nicht. Und eher weniger, wie es aussieht. Aber dann meldet die Nacht wieder Schnee, ne? Also morgen im Frühling wird nochmal, noch nicht heikel, aber es wird halt, es kann ein bisschen schwieriger werden, ne? Normalerweise die Großmaschinen macht sie bei dem Schnee keine aus, also die haben ja die entsprechende Bereifung. Große Bereifung, da ist es schon eine ganz andere Kraftübertragung auf den Boden, ne? Als wenn jetzt hier ein PKW fahren müsste. Ich bin müde jetzt hier, gibt doch gar nicht. Aber jetzt extra eine Schneefrie zu holen, das lohnt sich auch nicht. Wenn der Winter jetzt 6 Tage gedauert hätte, ja, hätte man vielleicht machen müssen. Aber dann gibt es ja Taube, dann ist ja alles weg. Und so. Siehst du. Jetzt haben wir das auch erledigt. Da ist noch der Dings hier, unser Kalkstreuer. Das machen wir später. Was ist denn hier für ein Fahrzeug? Ach. Ups, hallo, und wir sind da. Ob es hier auch Pilze gibt? Eher nicht, ne? Hab nicht Pilze gepflanzt bei 7D, um mir eine uns machen zu können. Warum ist so dick? Ich wollte umstellen. Mal ganz gucken. F1. Länge wollte ich machen auf 10 Meter. Z. Oder machen wir 9, dann können wir das besser aufkriegen und Hänger aufkriegen. Ne? Ach, wir machen 10 Meter. Da passen ja Dings drauf, 10. Haben wir 10 Meter von dem Hof. Schauen wir mal, ne? Und ein Rest, das tut blöd, ne? Der Rest ist blöd. Aber gut, was soll's. Ist auch nicht anders. Irgendwann baut Pflanzen mal eigene Bäume an. Aber. Mal schauen, vielleicht im Frühling, ne? Das wäre so eine ideale Beschäftigung mit dem Frühling, glaube ich. Weil das ist, glaube ich, nicht so tragisch, ob der Boden nur kalt oder warm ist. Hauptsache, dass der Frost ist raus, dass die Maschine arbeiten kann. Wenn wir 200 Bäume pflanzen, theoretisch. Bisschen drehen. Von vorne arbeiten können. So ein Sauwetter aber auch hier. Aber mit Kettenantrieb bist du gut dabei. So hoch abgesenkt. Schön Baum fahren, ne? Ja, schön bunt ist es hier. Grün. Bisschen grau. Und dem Laub hier was abgefallen ist. Von den Sträuchern. Das Grün der Nadeln. Und weiß vom Schnee. Und Regen, Regen, Regen. Ob es hier auch Füchse gibt?
Natur garantiert. Also mit Konsole hier links, das geht ganz gut. Tastatur möchte ich gar nicht machen oder eine Maus. Bin nämlich schon verwöhnt. Kann ich mir jedem empfehlen. Das Lenkrad ist von der Konsole, also diesem System von LS, nicht so schön, aber Konsole geht. Man kann auch eins verkaufen. Lenkrad habe ich von Gearforce, also hier diese Rennrad, die ich weiß 9 oder wie, keine Ahnung. Das neuere Modell, aber halt schon, ist auch schon ein paar Jahre alt. Also ohne Lenkrad würde ich gar nicht spielen wollen. Geht zwar auch, aber wenn man viel Auto fährt und so, ne, oder Traktor und so, da ist es schon angenehm. Jetzt beim Holzfell, da geht auch mit Tastatur ganz gut. Aber ansonsten für lange Strecken ist es angenehm, ne? Lenkrad zu fahren. Achso, nur ein drinne. Ein Stückchen, sonst habe ich wieder nicht auf. Sauber da. War aber so nicht bestellt. Also ich bin echt gespannt, was sie noch als DLC rausbringen werden. Also es sollen nur 3 kommen. 3 Stück sollen kommen. Also ich wette mal ganz stark, dass sie zumindest eine Karte bringen werden. Denn Maschinen ist der Bedarf, ich will sagen, eigentlich gedeckt. Man müsste da gerade kaufen, ne? Also so, einmal eine Karte. Ja, was könnte da noch kommen, ne? Maschinen, spezielle Maschinen, speziellen Hersteller. Ich meine, da gibt es sicherlich noch einige Geräte, die man da mit reinnehmen könnte, ne? Also Pöttinger hat sehr viele davon, also die noch nicht dabei sind. Ja, aber ja. Dafür ein DLC, ne? Und dann eins. Andere Hersteller. Ach, da lassen wir überraschen. Dann könnte man das große Mehl wegnehmen, ne? Was wir schon haben, ne? Ich glaube 13 Meter oder so. Oder die große Ballenpresse. Kombi mit 1,85 Meter Durchmesser, 2 Teile sind dann. Die haben auch einen neuen, also einen großen, ich glaube Schwatter haben sie auch einen neuen großen. Bauen eine extra neue Halle dafür, eine Montagehalle für die beiden Sachen. Flüge haben sie, also die ganz großen glaube ich nicht, aber das haben wir so die normalen, ne? Und Seemaschinen haben sie auch einige, ne? Also das, was die anderen haben, haben die auch. Ha
Krähe. Verschwinde im Schnee. So, und liebe Schauer, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke. Ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.